Egal ob Tinder, Lavoo oder Bumble. Seit einigen Jahren schon erfreuen sich Dating-Apps großer Beliebtheit. Was die User sich von ihnen erhoffen, reicht von unverbindlichen Sex-Dates bis zu langfristigen Partnerschaften. Tendenziell haben diese Plattformen, insbesondere Tinder, jedoch eher den Ruf einer gewissen Unseriosität, dem einige der Apps durch Werbekampagnen versuchen entgegenzuwirken. Auch wenn sich ihr Image in den letzten Jahren bereits verbessert hat, schlägt mein heutiges Video in die gleiche Kerbe. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch auf seriöse und hoffentlich hilfreiche Art und Weise die bekanntesten Vertreter vorzustellen, zu testen und im Anschluss zu vergleichen. Ganz viel Spaß! Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. So viele von euch haben noch nicht abonniert, das ist sehr, sehr schade. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen. Also erstmal, um Folgendes klarzustellen, ich weiß, das Video hier wird sehr oberflächlich und ich bin selbst der Meinung, dass es cooler ist, Leute so kennenzulernen, ohne dass man es erwartet. In der Gruppe, beim Studieren oder whatever. Dating-Plattformen sind ja immer so ein bisschen auf Krampf. Ich weiß, dass viele sowas mal austesten möchten, aber halt gar keine Ahnung haben, gar keine Erfahrung oder Schiss davor haben, whatever. Deswegen dieses Video, um einfach so mal meine Erfahrung mit euch teilen zu können. Ich werde also im Laufe des Videos die ganzen verschiedenen Plattformen abchecken, gucken, wie viele Likes und Matches ich bekomme und auch auf Dates gehen. Ja, ich nehme es hier gerade sehr aktuell auf. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich war schon auf dem Date und ich werde auch in diesem Video darüber berichten. Und das ganze Date ist gesponsert von HelloFresh. Dazu aber später mehr. Ich habe gestern eine kleine Instagram-Umfrage gemacht und euch gefragt, was so eure beste und schlechteste Dating-App-Erfahrung war. Die Antworten, muss ich sagen, sind ziemlich gespalten. Hab meinen Freund über Hinge kennengelernt. Tinder zum Schreiben besser, Treffen eher nicht so. Hinge ist interessanter. Tinder ist die schlimmste, nur Fuckboys unterwegs. Beste Hinge, schlechteste Tinder. Begründung auf Hinge 30 mal mehr Matches. Bumble, hab dadurch meine Frau kennengelernt. Lavoo ist echt gut in my opinion. No front, aber bist du schwul geworden. Liebe Grüße, das war auch dabei. Also theoretisch hat die Umfrage eigentlich gar nichts gebracht. Jeder hat irgendwas anderes geschrieben. Wir haben Tinder, wohl die bekannteste. Wir haben Bumble, momentan auch sehr im Hype. Hinge ist auch sehr im Hype. Dann haben wir Lavoo. Wir haben Badoo. Wir haben Parship. Wir haben Elite-Partner. Und ich habe noch zwei andere Apps gefunden. Aber da können sich auch Minderjährige anmelden. Und ich habe ein bisschen Angst so vor, ne? Deswegen stellen wir die in diesem Video nicht vor. Ich habe jetzt jede einzelne App auf meinem Handy installiert und habe mal so einen kleinen Blick drauf geworfen. Und ich muss sagen, ich werde jetzt schon mal Parship und Elite-Partner deinstallieren, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin definitiv zu jung für sowas. Bin 23 Jahre alt und sehe aus wie 16. Deswegen ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Tinder, Bumble, Hinge, Badoo und Lavoo. Dann werde ich mal ein bisschen rumswipen. Vielleicht gehen wir auf Dates. Ich werde mich auf jeden Fall in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Tagen melden. Je nachdem, wie viele Likes ich zurückbekomme. Dann würde ich jetzt mal einen dicken Cut setzen, Mann. Wünscht mir Glück. Okay Leute, bevor wir jetzt mit den Dating-Plattformen anfangen, machen wir ein sogenanntes Face-Rating. Ich habe es ganz random mitbekommen, dass es sowas wirklich gibt. Der Typ heißt Weed Waffles und hatte bei Fiverr irgendwie 3000 Bewertungen und ganz viele Leute haben irgendwie ihr Face bei dem bewertet. Mittlerweile ist er auf Fiverr gewandt, hat eine eigene Seite und die schauen wir uns jetzt mal an. Ihr merkt schon, heute wird es super oberflächlich. Es ist total unangenehm. Mich würde es actually mal interessieren, wie ein Typ mich super ehrlich bewertet. Deswegen machen wir das jetzt mal. Okay, ihr seht, der Typ hat einen YouTube-Kanal mit 120.000 Abonnenten. Ich glaube, sein Leben besteht daraus, Leute zu bewerten und irgendwelche Tipps zu geben. Wenn jemand bewerten kann, dann er. Der hat dem Typ eine 6 gegeben. Boah, das ist ein Asiate auf 3. Scheiße. Am Ende schreibt er, finally I try to envision myself as a female swiping on a dating app. Und das ist doch perfekt für uns. Deswegen schnacken wir jetzt nicht lange. Ordern mal direkt hier das teuerste. Eine Full-Analyse. $25, Alter. Stell dir vor, du verdienst deinen Hack damit. So, check alles durch. Ihr seht hier, ich muss jetzt 5 Bilder von mir hochladen und so ein paar andere Informationen, wie alt ich bin, wie groß ich bin, wie viel ich wiege. Dann würde ich sagen, warten wir aufs Ergebnis. Ich bin sehr, sehr gespannt und habe auch ein bisschen Angst, Mann. Bevor es jetzt weitergeht, stelle ich euch mal vor, was ich bei HelloFresh bestellt habe fürs Date. Und zwar Schweinelachssteak mit Bodengemüse und Boulette. Wer HelloFresh noch nicht kennt, man kann hier wöchentlich aus 34 verschiedenen Rezepten auswählen, was man mag. Und einfach mit frischen Zutaten nach Hause liefern. Das Coolste dabei ist wirklich, man kriegt alles nach Hause geliefert. Und das Kochen an sich geht wirklich verdammt schnell. Und es ist idiotensicher. Werdet ihr gleich sehen. Ach Leute, ihr fragt euch gerade bestimmt, warum sitzt Celtics auf dem Boden neben Müll? Das ist einfach gerade, weil ich mich wie Müll fühle. Denn ich habe meine Ergebnisse bekommen. Ich habe eine 4 von 10 bekommen und nicht mal deswegen bin ich sauer oder traurig oder sonst was. Es ist ja okay, aber das Ding ist, er hat ja so eine riesige Analyse geschrieben, was an mir so hässlich ist. Er hat zwar auch geschrieben so, hey, was schön an mir ist, das sind so 6 Punkte, aber wiederum hat er 12 Punkte aufgeschrieben, was hässlich an mir ist. Ach, ich will gar nicht mehr so darüber reden. Ich blende es euch hier einfach ein, falls es euch interessiert. Er hat gesagt, ich muss eine Nasen-OP machen. Hat noch nie jemand zu mir gesagt. Empfehlen kann ich es euch nicht. Ich fühle mich jetzt wie Dreck und hässlich as fuck. Deswegen gehen wir jetzt auf Tinder.
Okay, Leute, ich möchte euch natürlich nicht mein Profil vorenthalten. Es wird ein bisschen cringe. Ich habe das Gefühl, Dating-Plattformen, Bio sind immer so ein bisschen cringe, weil das ist halt sehr selbstprofilierend und oberflächlich. Wer hätte das gedacht? An dieser Stelle muss ich auch gestehen, ich bin kein Unschuldslamm. Ich hatte schon vorher diverse Dating-Plattformen auf meinem Handy, außer Badoo und Lavoo und Bumble so ein bisschen. Damit hatte ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Jetzt eher Hinge und Tinder. Ich zeige euch jetzt mal mein Hinge-Profil, weil ich finde, das ist das Beste und man kann auch daraus so das coolste Profil machen. Ja, das ist mein Profil. Das ist das erste Bild. Sprache der Liebe. Boah, ich will das gar nicht vorlesen, Alter. Oh mein Gott. So, hier stehen so Eckdaten von mir. No joke, ich glaube, das ist halt ein mega Nachteil, wenn man 1,73 ist und in Deutschland wohnt. Ey, ihr Deutschen seid einfach viel zu groß. Ich habe hier gar keine Chance, Mann. Videograf, ich habe hier noch ein Bild aus Korea. So würde ein Date mit mir aussehen. Das ist so ein Bild von, wisst ihr noch, Nachtzug von Wien nach Mailand. Und wahrscheinlich wird so ein Date mit mir aussehen, oder? Lass uns über dieses Thema diskutieren. Best Risk. Ich kenne den besten Platz in der Stadt für Sushi. Funktioniert immer. Ich lerne gerade, wie man taucht. Wahrscheinlich lerne ich das gerade, oder? Ey, ihr habt vergessen, den Kanal zu abonnieren. Jetzt abonnieren. I hate this channel. No! No! Ready, keine Show. Und noch so ein Bild von mir von der Seite mit der Kamera, damit man sieht, ich bin ein Kameramann. Die anderen Profile sind ziemlich ähnlich, ich habe da die gleichen Bilder drin. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Zeit nehmen und so ein bisschen swipen. Wer hätte das gedacht, das ist einfach mein Job für diese Woche. Und dann werde ich mal gucken, wie viele Matches ich bekomme. Mein HelloFresh-Paket ist pünktlich angekommen. Das ist unser erstes Gericht. Hier haben wir ganz viele Kühlpacks drin und alles, was halt gekühlt werden muss. Und unser Gemüse, auch wichtig. Hier ist sozusagen das Tutorial, wie wir den ganzen Lachs hier kochen. Es ist idiotensicher. Und selbst jeder, der faul oder unbegabt ist, kann das kochen. Das ist wirklich easy. Heute werden wir das hier machen. Beziehungsweise später, sobald wir unser Date haben. Was geht, Leute? Ich bin gerade nackt, weil ich mich gerade fertig mache. Digga, meine Haare, Katastrophe, Junge. Ich habe so Probleme mit meinen Haaren. Deswegen habe ich in jedem Video eine andere Frisur. Heute ist Date angesagt. Ich glaube, das ist normal, dass jeder vor so einem Date low-key nervös ist. Ist auch immer weird. Wenn man eine komplett neue Person kennenlernt. Aber es ist auch richtig cool. Ja, es kann aber auch richtig scheiße werden. Achtet auf jeden Fall auf eure Hygiene. No joke, das ist super wichtig. Neben dem Aussehen und neben dem Charakter. Seid gepflegt, darauf achten. Nicht nur Frauen, sondern halt einfach auch Männer so. Deo, Fingernägel schneiden. Wenn ihr aus dem Mund stinkt, ist sowieso vorbei. Deswegen, ey, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und falls ihr jetzt, wie bei meinem Fall, zu euch nach Hause kommt, dann putzt eure Wohnung, Alter. Kleine Sachen sind auf jeden Fall super wichtig. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig. Es geht gleich los. Und ansonsten werdet ihr jetzt gleich Aufnahmen sehen. Ja, falls sich hier irgendjemand für mein Outfit interessiert. Ja, es ist ziemlich basic. Ich habe so eine graue Jacke an mit so einer Weste und hier so eine Tasche. Und dazu halt so eine Schlaghose mit Plateau-Chucks. So sieht das aus. Es ist, wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich hole sie ja nur ab und dann kochen wir zusammen. Und deswegen reicht das Outfit. Finde ich jetzt nicht zu overdressed oder zu underdressed oder so. Wenn man schick essen gehen würde, dann würde das anders aussehen. Aber ja, das ist mein Outfit, Mann. Die Aufgeregtheit steigt, Leute. Ah, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich bin gleich da. Was? Ich kann das. Ihr müsst einfach nur ihr selbst sein. Nicht verbiegen, nicht verstellen. Ihr seid cool. Cool, Mann. Und wenn's vibes, dann vibes. Und wenn's nicht vibes, dann vibes einfach nicht so. Dann ist es halt so. Dann ist es auch nicht schlimm. Dann hat man die Erfahrung gemacht. Let's go! Das Date war eigentlich super nice. Wir haben schon sehr gut gevibed. War aber auch abzusehen, weil ich habe mir echt Zeit genommen und mich jetzt nicht spontan mit irgendeiner Person getroffen. Da besteht nämlich sonst die Gefahr, dass das Treffen dann echt awkward wird, wenn man sich halt einfach nicht mit der Person versteht. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, lasst euch super gern ruhig Zeit und lernt die Person so ein bisschen über Chat kennen oder telefoniert oder so, damit ihr so ein bisschen einen ersten Eindruck bekommt. Bei uns hat es auf jeden Fall gepasst. Und Kochdates, vor allem mit HelloFresh, sind sowieso immer super fun und cool, wenn die andere Person nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, sagen wir es mal so. Ach ja, und das Essen hat natürlich 1A geschmeckt. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und von zertifizierten lokalen Erzeugern und die Verpackungen sind natürlich recycelbar. Mit meinem Code Zeltix spart ihr bis zu 90 Euro. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an HelloFresh fürs Sponsoren von diesem Video. Checkt sie super gerne. Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen und ich würde sagen, ich bin finished. Ich kann mein Fazit ziehen, auch wenn es cool ist, auch wenn man Erfahrung sammelt. Dating ist echt anstrengend. So viel zu schreiben, so viel zu swipen, sich zu treffen, boah, das raubt auf jeden Fall Energie. Natürlich nicht mit der richtigen Person, aber für gewöhnlich ist das nicht ohne. Euer Lieblings-YouTuber, den ihr natürlich schon alle abonniert habt, hat natürlich eine wunderschöne Tabelle erstellt. Ich fühle mich gerade wie in einer PowerPoint-Präsentation, aber anders geht es nicht. Ich denke, euch wird es auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall seht ihr hier oben schon die Apps. Links sind die Punkte, die von mir bewertet worden sind. Geil! Fangen wir direkt an mit Konzept, Aufbau, Design der Apps. Auf Tinder haben wir, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die klassische Swipe-Funktion. Man swipet entweder nach rechts für Like oder nach links für Nicht-Like. Das kann man aber nur begrenzt machen. Nur wenn man Premium kauft, kostet glaube ich 30 Euro im Monat oder so, kann man so viel liken, wie man will. Außerdem sieht man auch mit Premium, wer dich geliked hat. Eigentlich voll dumm, dass man das ohne Premium nicht sehen kann. Bei Bumble gibt es auch die Swipe-Funktion. Der große Unterschied ist aber, dass nur Frauen anschreiben können. Männer können nach einem Match nichts machen, außer warten, bis die Frau einem schreibt. Außerdem laufen die Matches auch ab nach 24 Stunden. Heißt, wenn sie die in 24 Stunden nicht geschrieben hat, bist du am Arsch.
Außerdem kann man in der Bio statt nur Bilder auch Profilfragen einstellen. Finde ich ganz cool. Kommen wir zu Hinge. Hier wird geliked und nicht geswiped. Eigentlich denkt man, das ist gar kein so großer Unterschied. Aber man kann halt eben nicht so die ganze Zeit rumswipen, sondern man muss schon so ein bisschen runterscrollen und auf dieses Like-Ding drücken. Und man hat die Möglichkeit, zu dem Like etwas zu schreiben, was ich richtig cool finde. Außerdem gibt es schriftliche Eisbrecher, was sozusagen wie Profilfragen sind. Man kann eine Videobotschaft auf seinem Profil hinterlassen. Wichtiger Test. Der Wasserstrahl ist sehr stark, besser als mein Alter, wirklich. Man kann auch eine Sprachnachricht machen, dass ich ein YouTube-Video über Dating-Plattformen mache. Ich glaube, das machen vor allem Männer mit tiefen, schönen, hotten Stimmen. Und das Design an sich ist sehr, sehr clean, gefällt mir am allermeisten. Es ist einfach weiß, aber so minimalistisch und es sieht einfach am ästhetischsten aus, finde ich. Außerdem kann man bei Hinge auch den Standort wechseln. Du kannst nach Berlin gehen, du kannst nach New York gehen, du kannst überall hingehen. Das kannst du zwar auf Tinder, Bumble, Lavoo und so auch, aber nur mit Premium. Und das finde ich echt cool bei Hinge. Außerdem kannst du, was ich auch richtig cool finde, imagine, ich bin ja Asiate und meine Mutter sagt zu mir, hey Leon, ab jetzt darfst du nur noch Asiatinnen daten. Ich will, dass du eine Asiatin heiratest, sonst kündige ich die Mutterschaft. Und dann sind ja alle anderen Typen für mich uninteressant. Und bei Hinge kannst du eben genau das selektieren. Du kannst einstellen, dass du nur südostasiatische Mädchen haben möchtest. Und dann kriegst du halt eben nur Asiatinnen vorgeschlagen. Bei Lavoo kannst du auch swipen, es gibt Profilfragen und es gibt Livestreams. Was ich richtig komisch finde irgendwie. Das macht, finde ich, die Professionalität ein bisschen weg, weil die Livestreams echt komisch sind, wenn ich das so sagen kann. Außerdem ist Lavoo auch die einzige App, die diese Ansichtenfunktion hat. Das heißt, man sieht, wer auf deinem Profil war. Was cool ist, aber auch gleichzeitig auch voll dumm, weil dann siehst du auch, wer auf deinem Profil war und dich nicht geliked hat. Und das gibt einem natürlich ein nicht so cooles Gefühl. Deswegen finde ich die Funktion irgendwie voll unnötig. Badoo ist ganz anders als alle anderen Apps. Du kannst zwar swipen, aber die meisten machen das so, man kann einfach so auswählen. Es gibt so Profile nebeneinander gereiht. Dann kannst du einfach auswählen und dann liken und die Profile anschauen. Vielleicht kennt ihr das bei Tinder, ihr habt es frisch runtergeladen und ihr seht schon, nach 10 Minuten habt ihr irgendwie so 20 Likes. Ihr denkt euch so, oh, what the fuck, als ob ich so beliebt bin, als ob ich so hübsch bin. Es liegt einfach daran, weil ihr ganz am Anfang oder wenn ihr kein Premium habt, werdet ihr viel eher vorgeschlagen, als wenn ihr kein Premium habt. Das ist einfach so ein Psychotrick von Tinder. Die wollen natürlich, dass ihr herausfinden wollt, wer euch geliked hat. Und dementsprechend wird der Premium-Kauf somit geforst. 25% steht für die Ratio sozusagen, wie viele Mädels mich zurückgeliked haben. Und ja, das war ungefähr so ein Viertel. Dazu muss man aber auch sagen, dass auf Tinder die allermeisten Leute sind. Wir haben es ja schon in einem Selbstexperiment vor 2 Jahren gesehen, dass sobald man ansatzweise weiblich aussieht, dass man da mit Likes zugeballert wird, ne? Jetzt sehen wir die Leute. 380 Likes. Ich glaub's nicht. Und dementsprechend ist die Konkurrenz natürlich sehr hoch. Auf Bumble sah das auf jeden Fall besser aus. Da war die Ratio so 40%. Und jetzt seht ihr, bei Hinge habe ich ganze 80%, was wirklich krass ist. Hätte ich niemals gedacht. Ich habe mich echt gefragt, woran es liegt. Und ich bin zum folgenden Entschluss gekommen. Ich glaube auch, weil Hinge in Deutschland noch nicht so groß ist. Eher so in Amerika und anderen Ländern, Kontinenten. Und dadurch ist so die Konkurrenz nicht so da oder nicht so hoch wie bei Tinder oder Bumble. Und die zweite Sache ist, durch diese ganzen Sachen hier oben ist Hinge halt einfach viel persönlicher. Nicht so oberflächlich wie Tinder, Bumble, Lavoo, Badoo, sondern man erfährt viel mehr im Vorhinein über die andere Person. Es fühlt sich schon fast wie Instagram an und vor allem auch, deswegen habe ich es hier dazu geschrieben, Text zum Like. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach was Nettes, Cooles, Innovatives, Lustiges geschrieben habe, dann habe ich so gut wie immer eine Antwort bekommen. Aber tatsächlich auch einfach nur, wenn ich geliked habe, habe ich ziemlich oft ein Like zurückbekommen, was ich nicht erwartet hätte. Plus, aber das ist jetzt wirklich komplett subjektiv, ich finde auch, auf Hinge sind die schönsten Menschen, kann ich so sagen, ja. So, bei Lavoo haben wir auch ungefähr 25%. Das zähle ich aber nicht dazu, das habe ich jetzt nur am ersten Tag ausprobiert, aber ich habe wirklich sehr schnell damit aufgehört, auf Lavoo unterwegs zu sein, genauso wie auf Badoo. Bei Lavoo einfach, weil ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt habe, eben durch diese ganzen Livestreams, eben durch diese Ansichten. Vielleicht ist es auch einfach tagesabhängig, aber die Menschen dort haben mich einfach nicht so angesprochen. Keine Ahnung, war irgendwie nicht so ein nice Gefühl, deswegen habe ich sehr schnell damit aufgehört. Und bei Badoo auch aus demselben Grund, weil die Menschen nicht so ansprechend waren. Tinder habe ich eine 6 von 10 gegeben, einfach weil da wirklich alles ist. Also es kann wirklich alles passieren. Entweder du findest dann richtig coole Leute. Ich hatte schon richtig gute Dates durch Tinder. Ich hatte aber auch richtige Scheiß-Dates durch Tinder. Ich kann das nicht so gut bewerten, weil ich da echt schon viele verschiedene Erfahrungen gemacht habe. Bumble gebe ich 7 von 10. Die Funktion, dass Mädchen anschreiben müssen, finde ich echt cool. Da kann man sich ein bisschen zurücklehnen. Und es ist auf jeden Fall cool, wenn du siehst, dass die andere Seite mal einen Chat beginnen muss und die Konversation leitet. Aber natürlich gibt es auch dort nicht so coole Chats. Locker so 30-40% schreiben einfach nur Hey, AI oder ein Punkt. Boah, Digga, wenn jemand so einen Punkt schreibt, ich denke mir so, Alter, gib dir doch mal bitte noch weniger Mühe. Was ich ganz witzig finde ist, tatsächlich habe ich noch nie ein Date über Bumble gehabt. Es war immer Tinder und vor allem Hinge. Aber Bumble war es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach random ist oder ob es an der App liegt. Keine Ahnung, aber deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Kommen wir zu Hinge. Ihr seht, 10 von 10, es ist wirklich kein Sponsoring. Ich stehe nicht mit Hinge in Kontakt, aber ich finde diese App einfach 10 von 10 als Dating-Plattform-App. Ich kann es wirklich nicht im Allgemeinen sagen, aber ich hatte bisher wirklich nur gute Erfahrungen. Die Gespräche sind von Anfang an irgendwie nicht oberflächlich oder so,
sondern man hat immer ein Thema eben durch diese ganzen Profilsachen. Und ich muss auch sagen, die besten Dates hatte ich bisher über Hinge. Es muss ja nicht unbedingt Dating, Sex oder sonst was sein, sondern einfach auch normale Leute kennenlernen. Da gibt es auch genug von. Hinge ist richtig cool. LaVou, 1 von 10. Richtig komische Leute bisher. Und da gibt sich irgendwie keine Mühe beim Schreiben. Keine Ahnung. Badu habe ich ja ganz schnell abgebrochen, deswegen hatte ich da gar keinen Chat. Das ist die Bewertung. Das ist mein Fazit. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet durch dieses Video etwas dazulernen. Ich hoffe, es war nicht allzu cringe. Es war schon anstrengend, muss ich sagen. Und auch ein bisschen unangenehm. Aber ich habe es natürlich nur für die Wissenschaft gemacht. Tatsächlich werde ich, glaube ich, Hinge weiterhin benutzen. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, abonniert den Kanal und schaut dieses Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.